Bonjour, in diesem Video werden wir die Kurve, diese Funktion diskutieren, also die Kurve-Diskussion machen. Die Funktion lautet f von x gleich x zum Quadrat minus x minus 2. Also, wir werden erstmal, was wollen wir hier auf Nullstelle ja, untersuchen. Also, um Nullstelle, um die Nullstelle der Funktion zu finden, das ist unter einer Bedingung, da muss man hier f von x auf diese Funktion gleich 0 berechnen. Ja? Also das heißt, diese Gleichung hier, das bedeutet, dass wir hier x im Quadrat minus x minus 2 gleich 0 berechnen, diese Gleichung berechnen müssen. Wir können hier PQ-Formel benutzen oder quadratische Ergänzung. Ja? Dann sagen wir, das wäre dann hier x im Quadrat, wenn man quadratische Ergänzung benutzt, minus 1. Also minus x, pardon, minus x, und dann werden, minus x, und für quadratische Ergänzung, wir wissen, der Koeffizient hier ist 1, dann nehmen wir diese 1, klar, Moment, Koeffizient ist 1, also wir haben hier minus 1, okay, wir nehmen diese minus 1 unten, das ist hier minus 1, aber die Hälfte davon brauchen wir. Ja, die Hälfte davon wäre dann minus 1/2 quadriert und bringen wir wieder in der Gleichung rein. Also das wäre hier jetzt plus 1/2 zum Quadrat. Also das heißt 1/4. Und wir haben das vorher in unserer Gleichung nicht, das heißt wir können wieder rausnehmen. Also wegkürzen mit einer 1/2 noch. Minus 2 gleich 0. Minus 2 gleich 0. Also, und das hier, x zum Quadrat minus x plus 1/2 von x zum Quadrat, ist eine perfekte quadratische binomische Formel. Da wenn ich sagen, in dem Sinn von x minus 1/2, alles zum Quadrat, oder 0,5, im Quadrat, 0,25, ja. Minus jetzt, den Rest hier werden 1/4 minus 2 gleich 0. Okay, dann bekommen wir hier x minus 1/2 zum Quadrat. Minus, wir haben hier minus 8, minus 9, wir haben minus 9/4. Minus 9/4. Okay, das ist gleich 0. Wir können das hier auf der Seite bringen, dann können wir hier mit plus 9/4 rechnen. Dann bekommen wir x minus 1/2 als zum Quadrat. Minus gleich 9/4. Da können wir die Wurzel hier ziehen. Dann bekommen wir hier x minus 1/2 gleich plus minus 3/2. Okay. Das bedeutet, dass wir unsere, dann können wir hier mit plus 1/2 rechnen auch. Dann bekommen wir hier x gleich plus minus oder so gleich 1/2 plus minus 3/2. Das ist hier diese zwei Lösungen. Ja, machen wir unten ein bisschen Platz nachher. Da sind hier zwei Lösungen. Wir sehen, wir haben 1/2 minus 3/2 auf einer Seite. Und 1/2 plus 3/2 auf der anderen Seite. Hier wäre minus 2 durch 2 wäre minus 1. Und hier 4 durch 2 wäre dann 2. Das heißt, unsere Nullstellen sind denn, machen wir so n1 gleich n1 gleich. Da müssen wir, also wir haben hier, das ist hier die Lösung unserer dieser Gleichung, ich bin noch nicht fertig, sorry. Dann müssen wir jetzt diese
beides x wieder in der Funktion und unsere originelle Funktion reinsetzen, um die Nullstelle zu finden. Wir haben die x-Werte, aber y haben wir nicht. Dann sagen wir für x gleich minus 1, für x gleich minus 1, also für x gleich minus 1, y oder f von x gleich minus 1 im Quadrat. Das ist das, was wir sehen. Minus minus 1, minus 2. Das bedeutet hier, das wäre dann 1 plus 1 plus minus 2. Das wäre gleich 0. Das heißt, y gleich 0. Wir haben unsere erste Nullstelle bei den n1 mit minus 1 und 0. Und dann können wir auch sagen, für x gleich, machen wir mal ein Ständchen hier, für x gleich, was war das, 2, für x gleich 2, y hier gleich, da haben wir 2 zum Quadrat, minus 2, minus 2, das wäre 4 minus 4 gleich 0. Denn unsere zweite Nullstelle um 2 wäre dann 2 und 0. Da haben wir unsere Nullstellen. So, zweitens wollen wir Extrema oder Extremwerte finden. Und das ist hier unter dieser Bedingung f' von x muss gleich 0 sein. Das heißt, wir müssen das hier oder die Funktion hier erstmal ableiten. Und f' von x ist gleich 2x minus 1. Und das hier muss gleich 0 sein. Also, wenn wir jetzt sagen, nicht das hier, wir sagen hier 2x minus 1 gleich 0. Das bedeutet 2x, wenn man hier mit plus 1 rechnet, das bedeutet 2x gleich 1. Und dann der durch 2 bedeutet dann x gleich 1/2. Ist ja dann gleich hier 1/2. Und diese x jetzt setzen wir in die ursprüngliche Funktion f von x1. Also das bedeutet f von 1/2 ist gleich 1/2 zum Quadrat. Minus 1/2, minus 2. Das wäre hier 1/4, minus 1/2, minus 2. Und es gibt hier mit Gleichungen, das wäre 4, das ist hier 1, hier minus 2 und hier minus 4. Hier minus 1. Okay, 4 minus 2, okay, minus 8, pardon. Sorry. Das hier, weil gleich in der 4 ist, 4 mal minus 2, minus 8 geteilt durch 4. Das wäre hier 1 minus 10, das wäre dann minus 9/4. Das bedeutet, unser Extremwert hier, oder Extrempunkt hier, ist E, sagen wir so E, wie viel haben wir? 1, 2, also E werden 1/2 und minus 9/4. Das wäre hier unser Extremwert, oder Extrempunkt. Jetzt, um zu überprüfen, ob dieser Extremwert ja ein Hoch- oder Tief- oder Wendepunkt ist, dann müssen wir dieser x-Wert hier in der zweiten Ableitung der Funktion einsetzen. Also, das heißt, wir müssen diese Funktion nur ein zweimal ableiten. Das war hier, das ist die erste Ableitung. Die zweite Ableitung wäre dann f' von x gleich, dann leiten wir das ab, das wäre dann 2.
Okay, dann setzen wir hier f von 1/2 in diese zweite Ableitung. Das wäre wieder 2, weil wir sowieso hier gar keine x-Wert haben. Das wäre wieder gleich 2. Und diese 2 ist positiv, das heißt größer als 0. Und das bedeutet, wenn es größer als 0 ist, das bedeutet, dass es hier eine Zifferung. Also wenn es kleine 0 wäre, wenn er hochkommt, also das bedeutet, ich kann das ganz schnell zeigen, in eine Parabel zu zeigen, was das bedeutet. Lass uns mal sagen, wir haben hier 1/2, das wäre ungefähr hier in minus 9/4. Das wäre dann 2, irgendwas. Also ungefähr hier unser Punkt ist hier. Das heißt, unsere Funktion, das ist eine quadratische Funktion auf jeden Fall. Und das ist hier die Steigungsposition, das heißt, die Funktion öffnet sich nach oben. Also die Funktion geht so, das ist wie unsere Zifferung. Das ist so eine Zifferung der Funktion. Ja? Also Höhepunkt der Funktion wäre so, wenn er hier oben ist. Das sind Zifferungen, das ist, was wir hier bekommen haben. Also so führt man die Diskussion, also Kurvendiskussion. Ja? Wir werden demnächst mehrere, es gibt auch, man kann auch damit Definitionsbereich hätte man auch hier geben können, das ist ganz einfach. Df hier wäre einfach f. Ja. Und in dem nächsten Video werden wir noch mehrere über diese Thema Kurvendiskussion haben. Zum Beispiel Schnittpunkte mit der y-Achse unter der Bedingung, dass x gleich 0 ist. Oder Monotonieverhalten der Funktion oder Krümmungsverhalten und Wendepunkt. Wendepunkt hätten wir auch erfinden können. Wenn die Funktion hier, wenn unsere zweite Ableitung x-Werte, diese zweite Ableitung gleich 0 wäre, wäre dann eine Wendepunkt. Okay, merci de m'avoir écouté et regardé. À très bientôt. Au revoir.